الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ليبي جشبست، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هويت إن شاء الله وتعالى مخمي فايتا متفاس زكس دي زائد لنصورة صورة أختو نونسش صورة البينة دا دويت لشبفايس. الله سبحانه وتعالى زاكت: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Und heute kommen wir auf den Teil oder gehen auf den Teil an, أولئك هم شر البرية. Sinngemäß auf Deutsch: Das sind die schlechtesten Geschöpfe. الله سبحانه وتعالى erklärt hier die Juden und die Christen zu den schlechtesten Geschöpfen. Und die Gelehrten sagten hier, sie sind nicht nur die schlechtesten Geschöpfe der Menschen und der Dschinn, nein, sogar sind sie schlechter als die Tiere, weil das Wort Geschöpf all das umfasst, was Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat. Und hier mag sich einer fragen, wie sind sie schlechter als die Tiere? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 17, Surah Al-Isra, die Nachtreise, Vers 70, folgendes: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Sinngemäß auf Deutsch: Und wir haben ja die Kinder Adams geehrt. Wir haben sie auf dem Festland und auf dem Meer getragen und sie von den guten Dingen versorgt. Und wir haben sie vor vielen von denen, die wir erschaffen haben, eindeutig bevorzugt. Hier ist die Frage: Wie kann es sein, dass sie die schlechtesten der Tiere sind? Und in diesem Vers sind sie bevorzugt worden und geehrt worden. Die Antwort am Ende des Vortrages. Erstmal die Verse, in denen Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt, dass sie die schlimmsten Tiere sind. Beispielsweise in Surah 8, Surah Al-Anfal, die Beute, Verse 22 und 23. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. Auf Deutsch sinngemäß: Gewiss, die schlimmsten Tiere bei Allah sind die Tauben und Stummen, die nicht begreifen, die Ungläubigen. Wenn Allah von ihnen etwas Gutes gewusst hätte, hätte er sie wahrlich hören lassen. Und wenn er sie hätte hören lassen, so hätten sie sich dennoch widerstrebend abgekehrt. Ebenfalls sagt er in der gleichen Sura, in Vers 55: إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. Gewiss, die schlimmsten Tiere bei Allah sind die, die ungläubig sind und auch weiterhin nicht glauben. Und gemeint mit taub und stumm ist nicht wahrlich oder wirklich taub und stumm gemeint, sodass sie nicht hören und reden konnten. Nein, sie konnten hören und auch reden. Die Mufassirun, gemeint ist mit den Versen, was die Mufassirun, die Koran-Erklärer, sagten. Und zwar sagten sie dazu: Allah subhanahu wa ta'ala hat sie als taub und stumm beschrieben, weil sie nicht profitiert haben von ihrem Gehör, sodass sie die Wahrheit hörten und ihr nicht folgten. Und er nannte sie stumm, obwohl sie sich Tag und Nacht lustig machten über den Islam und über die Muslime und den Islam und die Muslime beleidigten. Trotz alledem nannte sie Allah subhanahu wa ta'ala stumm. Warum? Weil sie nicht das Glaubensbekenntnis aussprachen. Als sie die wichtigsten Aufgaben dieser Sinnesorgane nicht nutzten, beschrieb sie Allah subhanahu wa ta'ala als taub, stumm und als Vieh.
Und hör dir diesen gewaltigen Vers an in Sura 7, Sura Al-A'raf, die Höhen, Vers 179. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبَصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Singe mir auf Deutsch. Wir haben ja schon viele von den Dschinn und den Menschen für die Hölle erschaffen. Sie haben Herzen, mit denen sie nicht verstehen. Sie haben Augen, mit denen sie nicht sehen. Und sie haben Ohren, mit denen sie nicht hören. Jene sind wie das Vieh, aber nein, sie irren noch weiter ab. Jene sind überhaupt die Unachtsamen. Und in Sura 25, Sura Al-Furqan, die Unterscheidung, Verse 33 und 44. Verse 43 und 44 sagt Allah subhanahu wa ta'ala: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. Auf Deutsch sinngemäß: Was meinst du wohl zu einem, der sich seine Neigung zu seinem Gott nimmt? Würdest du denn Sachwalter über ihn sein können? Oder meinst du, dass die meisten von ihnen hören oder begreifen? Sie sind doch nur wie das Vieh, aber nein, sie irren noch weiter vom Weg ab. In diesen Versen verneint Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie Verstand haben und hören und sehen, und meint damit, beziehungsweise damit ist gemeint, dass sie nicht profitiert haben von ihrem Gehör. Und dass sie wirklich sprechen und reden konnten, war klar. Und trotzdem hat das Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt. Beispielsweise in Surah 45, Surah Al-Jathiyah, die Kniende, Verse 7 bis 11. Allah subhanahu wa ta'ala sagte: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ هَذَا هُدًى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. Sinngemäß auf Deutsch: Wehe jedem durch und durch sündigen Lügner, der hört, wie ihm Allahs Zeichen verlesen werden und hierauf hochmütig in seinem Unglauben verharrt. Als ob er sie nicht gehört hätte, so verkünde ihm schmerzhafte Strafe. Und wenn er etwas von unseren Zeichen kennenlernt, macht er sich darüber lustig. Für solche wird es schmachvolle Strafe geben. Hinter ihnen wartet die Hölle, und es nützt ihnen nicht, was sie erworben, und auch nicht,
was sie sich anstatt Allahs zu Schutzherren genommen haben. Für sie wird es gewaltige Strafe geben. Dies ist eine Rechtleitung. Und diejenigen, die die Zeichen ihres Herrn verleugnen, für sie wird es schmerzhafte Strafe von Züchtigung geben. Und in Surat Luqman, Sura 31, Verse 6 und 7, sagt Allah subhanahu wa ta'ala: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. Auf Deutsch sinngemäß: Unter den Menschen gibt es manchen, der zerstreuende Unterhaltung erkauft, um die Menschen von Allahs Weg ohne richtiges Wissen in die Irre zu führen und sich über ihn lustig zu machen. Für solche wird es schmachvolle Strafe geben. Und wenn ihm unsere Zeichen verlesen werden, kehrt er sich hochmütig ab, als ob er sie nicht gehört hätte, als ob in seinen Ohren Schwerhörigkeit wäre, so verkünde ihm schmerzhafte Strafe. Und wie wir gehört haben, in diesen Versen bestätigt Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie die Zeichen gehört haben, wirklich, und sich aber so verhalten haben, als würden sie sie nicht gehört haben. Und so verstehst du dann die zwei Verse. In den ersten Versen, die wir rezitiert haben, verneint Allah, dass sie hören. Gemeint ist, dass sie nicht profitiert haben von ihren Sinnesorganen wie Gehör und Sehen. Und in diesen Versen bestätigt er, dass sie wirklich gehört und gesehen haben und begriffen haben, sich aber abgewendet haben. Und trotzdem gibt es manche, die sagen: Wie könnt ihr sagen, sie, die Ungläubigen, haben keinen Verstand? Und sie haben doch so viel entwickelt und so viel geschafft von Technologie und so weiter. Wir sagen richtig: Das ist es, was Allah subhanahu wa ta'ala bestätigte. Hör dir diesen Vers an, Vers 7 aus Surah Ar-Rum. Sura 30, die Römer. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Ya'lamuna zahiran min al-hayati ad-dunya wa hum 'ani al-akhirati hum ghafilun. Auf Deutsch sinngemäß: Sie kennen nur das Äußerliche vom diesseitigen Leben, während sie des Jenseits unachtsam sind. Das heißt, ja, sie haben viel erreicht und viel entwickelt und so weiter, aber Allah subhanahu wa ta'ala nennt das nur das Äußerliche vom diesseitigen Leben, während sie des Jenseits unachtsam sind. Deshalb sagen wir ja, sie haben viel erreicht und trotz alledem sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass sie keinen Verstand haben, weil sie ihren Verstand nicht für die Wahrheit benutzt haben, sodass sie diese erkennen und akzeptieren. Und das Verwunderliche ist, dass sie es selber zugeben werden, dass sie keinen Verstand hatten und auch kein Gehör. Wie Allah subhanahu wa ta'ala in diesen folgenden Versen erwähnt, in Surah 67, Surah Al-Mulk, die Herrschaft, Verse 6 bis 11. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا
فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Sinngemäß auf Deutsch. Und für diejenigen, die ihren Herrn verleugnen, wird es die Strafe der Hölle geben, ein schlimmer Ausgang. Wenn sie hineingeworfen werden, hören sie von ihr Stoß weises Aufheulen, während sie brodelt. Beinahe würde sie vor Grimm bersten. Jedes Mal, wenn eine Schare hineingeworfen wird, werden ihre Wärter ihr sagen, werden ihre Wärter sie fragen, ist zu euch denn kein Warner gekommen? Sie werden sagen, ja doch, zu uns kam bereits ein Warner, aber wir haben ihn der Lüge bezichtigt und gesagt, Allah hat nichts offenbart, ihr befindet euch nur in großem Irrtum. Und sie werden sagen, und hier ist der Punkt, und sie werden sagen, hätten wir nur gehört und begriffen, wären wir nun nicht unter den Insassen der Feuerglut, so werden sie ihre Sünde bekennen, weit weg darum mit den Insassen der Feuerglut. Und der Vers 26 in Sura 46, Sura Al-Ahqaf, die Dünen, erklärt diesen Vers noch besser. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيمَا مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Sinngemäß auf Deutsch. Und wir hatten ihnen ja eine feste Stellung verliehen darin, worin wir euch keine feste Stellung verliehen haben. Und wir hatten ihnen Gehör, Augenlicht und Herzen gegeben. Aber weder ihr Gehör noch ihr Augenlicht noch ihre Herzen nützten ihnen etwas, da sie Allahs Zeichen zu verleugnen pflegten, und es umschloss sie das, worüber sie sich lustig zu machen pflegten. Sogar ihr Essen und Trinken verglich Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Vieh, indem er sagte subhanahu wa ta'ala in Surah 47, Surah Muhammad, Vers 12, sallallahu alaihi wasallam: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل كل الأنعام والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. Sinngemäß auf Deutsch: Allah lässt diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, in Gärten eingehen, durcheilt von Bächen. Diejenigen aber, die ungläubig sind, genießen und essen im Diesseits, wie das Vieh frisst. Das Höllenfeuer wird ein Aufenthaltsort für sie sein. Und deswegen wirst du oft im Koran finden, dass Allah subhanahu wa ta'ala bestimmte Menschen mit Tieren vergleicht, denen er eine Gabe gegeben hat,
sie aber diese Gabe nicht nutzten und der Dunya bzw. dem Diesseits folgten und Allah subhanahu wa ta'ala sie dann mit Tieren verglich. Beispielsweise in Surat al-A'raf, Sure 7, Vers 176. Auf Deutsch sinngemäß: Und wenn wir gewollt hätten, hätten wir ihn durch sie fürwahr erhöht. Aber er neigte zur Erde hin und folgte seiner Neigung. So ist sein Gleichnis das eines Hundes. Wenn du auf ihn losgehst, häschelt er. Lässt du ihn in Ruhe, häschelt er auch. So ist das Gleichnis der Leute, die unsere Zeichen für Lüge erklärten. Berichte die Geschichte, auf dass sie nachdenken mögen. Hier geht es um einen Mann, wie die Gelehrten erwähnen, dass dieser Mann von Banu Israel war und ein Gelehrter war. Dieser Gelehrte aber der Dunya folgte und sich nicht stolz bzw. nicht dem Wissen folgte und das Wissen praktizierte. Im Gegenteil, er folgte der Dunya. Als er das machte, verglich ihn Allah subhanahu wa ta'ala mit dem Hund. Und in Sura 62, Sura Al-Jumu'ah, Vers 5, vergleicht Allah subhanahu wa ta'ala diejenigen, die das Wissen bekamen, es aber nicht praktizierten, mit einem Esel. Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß: Das Gleichnis derjenigen, denen die Tora auferlegt wurde, die sie aber hierauf doch nicht getragen haben, ist das eines Esels, der Bücher trägt. Schlimm ist das Gleichnis der Leute, die Allahs Zeichen für Lüge erklären. Und Allah leitet das ungerechte Volk nicht recht. Allah subhanahu wa ta'ala vergleicht hier die Juden bzw. Christen mit einem Esel, der Bücher trägt. Weil der Esel, so viele Bücher er auch tragen mag, er wird niemals von diesen Büchern profitieren. Das ist das Gleichnis der Juden und der Christen. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala zeigt hier in diesen Versen, die wir gehört haben, indem sie mit Tieren verglichen wurden, die Hässlichkeit des Kufrs und sein Endziel, nämlich die Hölle. Und dass der Mensch eigentlich von der Wurzel her geehrt ist, wie in Vers 70, in Sura 17. Und das ist nämlich die Antwort auf die Frage, wie kann es sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie als Tiere bzw. schlechter als Tiere beschreibt und gleichzeitig in diesem Vers sagte, dass sie geehrt sind. Die Antwort: Geehrt von der Sicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihnen einen Verstand gab. Und das ist nämlich die Erklärung der Mehrheit der Gelehrten. Mit geehrt ist sie gemeint mit einem Verstand, sodass sie nicht den Tieren ähneln. Auch wurde der Mensch geehrt, indem ihm Allah subhanahu wa ta'ala Propheten sandte, beziehungsweise Gelehrten, um so die Botschaft zu hören und um Wissen zu bekommen. Ebenfalls hat er ihn mit allerlei Gaben beschenkt, wie Gesundheit, Speisen, Trinken und so weiter. Als der Mensch aber dann das alles nicht betrachtete und sich abwandte, wurde er schlechter als die Tiere. Deshalb sagte Allah subhanahu wa ta'ala in Sura 95, die Feige, Vers 5: Hierauf haben wir ihn zu den Niedrigsten der Niedrigen werden lassen. Das heißt, der Kafir ist schlechter als die Tiere im Dies und Jenseits. Im Diesseits ist jetzt klar und die Verse haben wir gehört. Aber wie ist der Kafir schlechter dran als die Tiere im Jenseits? Die Antwort: Wie jeder weiß, werden alle Menschen am Tag der Auferstehung versammelt werden. Ebenfalls die Tiere. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Sura 81, Sura At-Takwir, das Einrollen, Vers 5: Und wenn die wilden Tiere versammelt werden. Hier sagte Ibn Abbas, der Koran-Erklärer, der größte Koran-Erklärer der Sahaba, der Gefährten, er sagte: Allah subhanahu wa ta'ala wird sogar die Mücken versammeln. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala nun unter den Tieren abrechnen wird, weil es auch unter ihnen Unrecht gab, wenn er dann fertig ist mit dieser Abrechnung, wird er zu ihnen sagen: Werde zu Staub bzw. zu Erde. Wenn der Käfer das sieht, wie die Tiere zur Erde werden, sagt er: O wehe mir, wäre ich doch nur Erde. Oder noch besser, in Vers 40 von Sura An-Naba, Sura 78, Allah subhanahu wa ta'ala sagte sinngemäß: Wir warnen euch ja vor naher Strafe am Tag, da der Mensch schauen wird, was seine Hände vorausgeschickt haben
und der Ungläubige sagen wird: Oh, wäre ich doch Erde. Das heißt, der Mensch bzw. der Käfer ist im Jenseits schlechter dran als die Tiere, denn die Tiere, wie gesagt, werden zu Erde und der Käfer muss ewig in die Hölle und wird für immer in ihr bestraft werden. Und zum Schluss muss noch eine Sache klargestellt werden. Wir sehen hier in diesen Versen, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie schlimmer als die Tiere beschreibt und in manchen Versen als Esel, als Hund und so weiter. Das heißt nicht, dass du zum Ungläubigen gehst und ihn als Hund oder als Esel betitelst. Nein, denn die Dauer ist vorgegeben. Das Rufen zum Allah, zu Allahs Weg, wurde vorgegeben von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und die Säulen der Dauer sind klar, und zwar Barmherzigkeit und Sanftheit und Weisheit. Und die Beispiele des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie er mit den Ungläubigen von Quraysh umgegangen ist, sind so viele, dass man sie nicht aufzählen kann. Deswegen muss man hier unterscheiden, denn manche verwechseln die Sache zwischen Da'wa und Dschihad. Deswegen nochmal, muss man hier unterscheiden zwischen dem Dschihad und der Da'wa. Im Kampf gibt es Härte und Stärke und Anstrengung, das ist klar. So wie Allah subhanahu wa ta'ala es dem Propheten sallallahu alaihi wasallam befohlen hat. Beispielsweise in Surat al-Tahrim, Surah 66, Vers 9. Auf Deutsch sinngemäß: O Prophet, mühe dich gegen die Ungläubigen und die Heuchler ab und sei hart gegen sie. Ihr Zufluchtsort wird die Hölle sein, ein schlimmer Ausgang. Auch sagte er subhanahu wa ta'ala in Surat al-Fath, Surah 48, der Sieg, Vers 29. Mohammed ist Allahs Gesandter und diejenigen, die mit ihm sind, sind den Ungläubigen gegenüber hart, zueinander aber barmherzig. Ebenfalls sagt er subhanahu wa ta'ala in Surah Al-Ma'idah, Surah 5, der Tisch, Vers 54. O die ihr glaubt, wer von euch sich von seiner Religion abkehrt, so wird Allah Leute bringen, die er liebt und die ihn lieben, bescheiden gegenüber den Gläubigen, mächtig auftretend gegenüber den Ungläubigen und die sich auf Allahs Weg abmühen und nicht den Tadeln des Tadlers fürchten. Das alles sind Verse, die in Bezug auf den Dschihad ansprechen und im Dschihad verlesen werden. Auch sagte Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu sinngemäß: Ihr hättet mich am Tage der Schlacht von Badr sehen sollen. Wir Gefährten haben Schutz beim Gesandten Allahs gesucht, während er zwischen uns und dem Feind trennte. An diesem Tag war er der mutigste und stärkste von uns. Das sind die Charaktereigenschaften im Kampf. In der Da'wa jedoch das totale Gegenteil. Allah subhanahu wa ta'ala sagt beispielsweise in Surah 16, Surah An-Nahl, die Bienen, Vers 125: Rufe zum Weg deines Herrn mit Weisheit und schöner Ermahnung und streite mit ihnen in bester Weise. Gewiss, dein Herr kennt sehr wohl, wer von seinem Weg abirrt, und er kennt sehr wohl die Rechtgeleiteten. Auch sagt er subhanahu wa ta'ala in Surah 29, Surah Al-Ankabut, Vers 46, und streitet mit den Leuten der Schrift nur in bester Weise, außer denjenigen von ihnen, die Unrecht tun, und sagt: Wir glauben an das, was als Offenbarung zu uns herabgesandt worden ist und zu euch herabgesandt worden ist. Unser Gott und euer Gott ist einer und wir sind ihm ergeben. Und als Allah subhanahu wa ta'ala Musa und Harun befohlen hat, zu Pharaon zu gehen, zum größten Tyrannen, der jemals gelebt hat, sagte er subhanahu wa ta'ala sinngemäß in Surah Taha: Geht zu Pharaon, denn er lehnt sich auf, und so redet mit ihm in sanften Worten, auf dass er bedenken oder sich fürchten möge. Das ist die Da'wa. In der Da'wa gibt es weder Härte noch Hartherzigkeit. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Ali Imran zu seinem Propheten, zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Vers 149, 159: Durch Erbarmen von Allah bist du mild zu ihnen gewesen. Wärst du aber schroff und hartherzig, so würden sie wahrlich rings um dich auseinander gelaufen. Auch sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Kahf,
Vers 6. Vielleicht magst du aus Gram noch dich selbst umbringen, wenn sie an diese Botschaft nicht glauben, nachdem sie sich abgewandt haben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ihn hat das bedrückt und er hat das bedauert, dass die Kuffar Quraysh nicht seiner Botschaft folgten. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, beinahe, beinahe magst du aus Gram noch dich selbst umbringen. Und ein ähnlicher Vers in Surat al-Shu'ara, Surah 26, Vers 3, sinngemäß, vielleicht magst du dich noch selbst umbringen aus Gram darüber, dass sie nicht gläubig sind. Das ist die Dawah. In der Dawah ist Weisheit gefragt und Wissen gefragt und Sanftmütigkeit gefragt und Barmherzigkeit ebenfalls gefragt. Und der Vers, den alle kennen, in Surat al-Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ auf Deutsch sinngemäß, und wir haben dich nur als Barmherzigkeit für die Weltenbewohner gesandt. Das die Verse zur Dawah. Und nochmal, weil das viele verwechseln, sind sie hart und schroff in der Dawah. Und das ist nicht angebracht für einen, der zum Wege Allahs oder zur Religion Allahs aufruft. Er sollte sich bewaffnen mit den Versen, er sollte sich bewaffnen mit den Versen, die Dawah ansprechen, und schauen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Dawah praktiziert hat, beziehungsweise wie er mit den Ungläubigen in der Dawah umgegangen sind, und sich ihn als Vorbild nehmen. Wahrlich, ihr habt den Propheten das vortrefflichste Vorbild. Ich mache hier einen Stopp, es ist länger geworden als geplant. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين